Und zwar, es geht darum, für die Coaching-Session Skillset, Positionierung, Angebot, Zielgruppe, Sales, Lebenszyklen, Pro-Kopf-Rentabilität und Skalierung letztendlich. Es ist sozusagen das Endprodukt, skalierfähiges Business. Ja, das sind so 7 Punkte. Und die würde ich jetzt mit dir einfach mal gerne durchgehen in dieser Session. Und ja, also ganz kurz nochmal einfach, was ist so dein Core-Skillset? Ich habe verstanden, es ist Programmierung. Aber noch ganz kurz erläutern, was genau ist es? Backend, eher Frontend? Was liegt dir besser? Was möchtest du lieber machen? Ist es was, wo du sagst, da bin ich zwar schon super gut, aber ich komme nicht so richtig an die richtigen Kunden dran oder vertraglich passt mal wieder mal was nicht. Beziehungsweise ich habe dann Abmachungen mit dem Kunden, die er nicht einhält oder. Oder ist es so, dass du auch grundsätzlich mit der Art der Tätigkeit als Programmierer noch nicht hundertprozentig zufrieden bist? Sprich, dass du sagst, ich mache jetzt lauter Backend-Geschichten, aber eigentlich liegt mir Frontend viel besser oder sowas. Oder es ist beides. Oder nochmal ganz kurz, einfach grundsätzlich nochmal zu deinem Skillset was sagen, bitte. Also bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich hauptsächlich Frontend mache und mir das auch deutlich besser liegt als jetzt das Backend. Okay. Backend-Tätigkeiten mache ich so auch gar nicht mehr. Das macht ein Mitarbeiter. Also wir arbeiten da Hand in Hand sozusagen. Und ja, also bin eigentlich schon zufrieden, so was jetzt das Frontend angeht. Okay, und beim Frontend ist es letztendlich dann die Webflow-Geschichte oder so, oder dein persönliches Steckenpferd, gibt es da irgendwas, irgendwie PHP oder JavaScript oder Angular oder irgendwie sowas, oder ist es dann eher egal? Also was ich am besten kann, ist eigentlich JavaScript mit Angular Framework. Und die anderen, also sowas wie PHP und so, damit habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt. Also das habe ich vor einigen Jahren mal ein bisschen ausprobiert, aber dann auch wieder halt das Interesse daran verloren. Und ja, dann habe ich mich halt jetzt halt mit Angular sehr viel beschäftigt und das auch ziemlich perfektioniert, so vom Ja, Umgang her. okay. Ist Angular nicht einfach so ein Nachfolger von JSON, oder? Zu meiner Zeit noch habe ich irgendwie JSON immer da lernen müssen und so weiter, oder hat es damit weniger zu tun? Das hat damit weniger zu tun. Also JSON ist eher so zum Speichern von Daten wird das benutzt und Angular ist ja direkt JavaScript, also halt, was dann auch wirklich der Browser sieht. Und JSON ist halt, wie gesagt, nur zum Datenspeichern. Ja, okay. Das ist dann so wie die, so was ähnliches wie PHP ist dann JSON, oder? Einfach nur zum Rein- und Rausholen von Daten in die Datenbank letztendlich. Kann man so sagen, ja, also das Frontend, also Angular, kommuniziert über JSON mit dem Backend. Also das Backend erstellt aus einer Datenbank eine JSON-Datei mit Daten, mit Informationen und Angular ruft dann diese JSON ab und zeigt dann diese Daten im Frontend an. Okay. Und wenn du jetzt halt quasi neuen Kunden, also einfach mal zum Thema Stichwort Positionierung, wie sieht es da aktuell bei dir aus? Also hast du quasi ein ganz konkretes Standing, dass du sagst, das ist meine Zielgruppe, ich kann genau dieses Problem lösen, oder mit anderen Worten, die Frage, die ich dir stellen würde: Welches Problem löst du im Markt? Oder gibt es da ein konkretes Problem, auf das du dich konzentriert hast? Oder ist es eher so, dass du sagst, hey, ich bin so gut, bring mir jedes Problem, welches du hast, auch immer, irgendwie finde ich schon eine Lösung? Oder wie ist da aktuell deine Positionierung? Tatsächlich eher Letzteres, weil ich halt Angular jetzt halt nicht über einen Kurs oder sowas gelernt habe, sondern mir das halt durch Learning by Doing beigebracht habe. Das machen die meisten gut, Und ja. genau. Und ich habe mir das halt dann so angeeignet, dass ich halt mir ein Projekt vorgenommen habe. Und dann, wenn ich auf ein Problem gestoßen bin, habe ich halt gegoogelt, wie man das Problem löst und so weiter. Und diese Sachen, so wichtige, essentielle Sachen, habe ich mir halt dann gemerkt und konnte die halt dann auf mehrere Projekte und sowas anwenden. Ja, mal ganz kurz, mal kurz hier die Fliege beseitigen. Ja. Die nervt mich gerade.
Unfassbar. Gut, okay, weg damit. Okay. Sorry, es ist heute ein bisschen durcheinander, aber egal. Okay, Ja, back. passt. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, Positionierung. Zuerst ist dir selbst beigebracht und dann, genau. Und wie, okay, beziehungsweise wie kommen Kunden, warten, das ist noch zu weit vor. Ja doch, wie kommen Kunden sozusagen auf dich zu oder wie kommst du auf Kunden zu oder wo, sagen wir mal, präsentierst du dich, bietest du dich an? Also wir machen zurzeit hauptsächlich Leads-Generierung über Facebook jetzt zum Beispiel. Da gibt es mehrere so Facebook-Gruppen, wo dann Leute so reinposten, dass die jetzt ein Projekt hätten und jetzt einen Programmierer suchen oder sie brauchen jetzt eine WordPress-Seite und so weiter. Und da kommt so kommen wir aktuell an Kunden oder halt über Empfehlungen. Mhm. Organisch, oder? Also, Ja, genau. ja, also da schaltet ihr noch keine Ads oder sowas. Nein, das nicht. Noch Okay. nicht. Ist das eine planbare Geschichte oder kommt da so hin und wieder einfach mal was, ohne dass man jetzt wirklich sagen könnte, das könnte man irgendwie planbar, jede Woche kommen da zwei Sachen rein oder sowas? Kann man jetzt nicht so sagen. Also wirklich planbar ist es zurzeit nicht. Es ist eher so, mal wieder ein neuer Kunde. Genau, Okay. so hin und wieder mal, so empfehlungsmäßig Genau, oder ja. sowas, ja, so sporadisch, mehr Genau. oder weniger. Ja. Und daraus schließt sich ja schon die nächste Frage, ist sowas skalierbar? Wahrscheinlich nicht, nein. Ja, eher schwierig, okay. Ja. War eigentlich so eine Fangfrage. Ja, dachte mir schon. Okay. Das heißt ja mit anderen Worten, dass dort letztendlich auch die Zielgruppe, also die Art der Kunden, also Branche, Nische, Größe und so weiter, wie man halt seine Zielgruppe definiert, Zahlungskräftigkeit und so weiter, natürlich auch kompletter Wildwuchs ist, oder? Also, weil das ist ja nicht dann definierbar, sondern es kommt dann einfach der gerade irgendwas sucht. Ja, genau. Okay. Und wie generiert sich jetzt quasi nur auf einer Metaebene, also noch nicht irgendwie ins Detail gehend, wie generiert sich da dein Angebot dann sozusagen? Das heißt, hast du da, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber wie generierst du dann grundsätzlich so mal dein Angebot so im Normalfall? Also du meinst jetzt, was wir den Kunden anbieten, oder? Ja, einfach quasi von der Methodologie her, also von der Methode her. Das heißt, ihr nehmt erstmal die Anforderungen entgegen oder grundsätzlich, wie du halt quasi zur Angebotserstellung kommst oder was da so die Schritte sind, grundsätzlich nur so ganz, ganz grob. Ja, also wenn wir halt so einen Auftrag sehen, dann schauen wir den uns halt erstmal im Detail an und dann schauen wir halt, was der Kunde auch für Anforderungen hat. Und dann so gehen wir halt drauf ein. Also wir sind, was unser Skillset jetzt angeht, sind wir ziemlich breit gefächert. Also wir decken halt Frontends ab mit Angular oder halt React, das kann ich auch zum Beispiel. Und dann andere Programmiersprachen wie PHP und jQuery oder Python, sowas, das kann dann Mitarbeiter von mir ziemlich gut, wenn Okay. es um sowas geht. Oder MySQL und so solche Geschichten, das kann dann der Mitarbeiter von mir. Oder wenn es jetzt halt um eine Corporate Identity geht oder sowas, das kann wieder ein anderer Mitarbeiter von uns. Oder wenn es nur um SEO geht, dann kann das auch wieder ein anderer Ja, von uns machen. klar. Genau, Okay. also so gehen wir quasi dann zu den Angeboten hin. Okay. Weil die Angebotserstellung ist natürlich ein Thema für sich nochmal. Und da gibt es halt, also ich habe das jetzt schon mehrfach gesehen, ja, sagen wir mal, so eine Art Muster, das da zu erkennen ist, wo halt viele IT-Dienstleister, Agenturen, Systemhäuser und so weiter halt Fehler machen, sagen wir mal, noch nicht optimiert die Angebotserstellung vollziehen.
Was würdest du sagen, so über den Daumen gepeilt? Es muss wirklich keine Kommastellenzahl sein, einfach nur so ganz grob. Was ist so das Ratio von Kunden, irgendwie Anfrage ist passiert, ne? Ihr kommuniziert mit dem, der braucht irgendwas, zu Angebot und von Angebot zu Kunde. Das heißt, wie viele, auf gut Deutsch gesagt, wie viele Angebote denkst du ungefähr müsst ihr aktuell oder im Zeitraum des letzten paar Monate oder so, 12 Monate, sagen wir mal, irgendwie nimmst du irgendwie einen Zeitraum erstellen, um einen Kunden zu gewinnen. Was glaubst du da so ist so das? Also ich glaube, so grob geschätzt, so das Verhältnis zu dem, so auf jedes 10. Angebot folgt ein Kunde ungefähr. Jedes 10. Angebot ein Kunde, okay. Ungefähr, ja. Vielleicht auch zwei. Also das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Okay, was würdest du sagen, wenn ich eine Methodik kennen würde, wo du quasi 50% plus dein Angebot in Kunden verwandelst? Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Das ist nämlich was, wo ich schon mit einigen Entwicklern geschafft habe. Okay. Die schreiben dann vielleicht insgesamt nicht so viele Angebote zunächst. Insgesamt kann man das dann skalieren. Ja, also zunächst mal optimiert man die Methode, wie man überhaupt zum Angebot kommt. Ja. Dadurch hat man natürlich erstmal viel weniger Angebote, weil man viel stärker Preselection betreibt. Ja. Wenn man aber dann die neue Methode erstmal etabliert hat, dann kann man mit der neuen Methode, wo man quasi 50 plus Prozent, 80, 90% aller Angebote dann auch in Kunden verwandelt, diese Methode dann als Basis nehmen und darauf aufsetzen, weil man ja wesentlich profitabler geworden ist. Also die sogenannten Transaktionskosten reduzierst du dann quasi um 90%. Ja, also wenn du quasi nur jeden 10. Kunden verwandelst, hast du ja Transaktionskosten von 9 Angeboten, erstellen, machen, tun, blablablub, ja, Anforderungs, irgendwas, Gespräche, Workshops, die sich dann wieder in Luft auflösen, weil dann keine Münze dabei rumkommt. Ja. Wenn du es jetzt reduzierst auf 50 plus Prozent oder sagen wir mal den ganzen Kuchen umdrehst, also quasi um 160 Grad, ja, dass du sagst, jetzt ist es nicht mehr so, dass nur einer von 10 Interessenten Angeboten auch zum Kunden wird, sondern nur einer von 10 Angeboten wird nicht zum Kunden. Ja, also wenn du es schaffst, dass du den ganzen Kuchen umdrehst, hast du 9-mal weniger Transaktionskosten. Ja. Und dadurch wirst du allein schon 9-mal profitabler als Business. Schon allein deswegen. Ja, ist soweit lo logisch nachvollziehbar, was ich damit mit Ja, ich habe es Transaktionskosten verstanden. meine. Das ist Naja. ein enorm wichtiges Wort, wo teilweise Agenturen, die mehrere Dutzend Mitarbeiter schon haben, teilweise 100, ja, nicht berücksichtigen in ihrem ganzen System. Und sich dann wundern, dass sie mit 100, 200 Mitarbeitern vielleicht 10 Millionen Euro Umsatz machen. Wobei unterm Strich vielleicht 100.000 Euro Gewinn bleiben im Jahr. Ja, und so rumkratzen an der Pleite. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Agenturen noch in Deutschland leider, obwohl es gar nicht nötig wäre. Die hinterfragen einfach nicht solche Prozesse. Ja, und zum Beispiel nehmen halt alle möglichen Anfragen an, erstellen Angebote. Weil sie meinen, desto mehr Angebote, desto besser. Ja, desto mehr Angebote ich raushau, desto theoretisch mehr Kunden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Kunden gewinne. Das ist aber nicht unbedingt die wichtigste Kenngröße, die Anzahl der Angebote, sondern es ist die Qualität der Angebote. Ja, es ist besser, zwei Angebote rauszuschicken und beide werden mein Kunde, als wie 10 Angebote rauszuschicken und nur einer davon wird mein Kunde. Ja. Weil ich ja nur zweimal Aufwand hatte und jedes Mal habe ich dadurch Geld verdient. Verstehst du? Ja, Und ich das ist verstehe. eine sehr wichtige Dinge. Also an der können wir auch gerne noch arbeiten. Ja, also da glaube ich, kann ich euch auch sehr, sehr gut helfen. Das Okay. nächste ist natürlich diese Punkte, die ich mir jetzt hier mit dir aufgeschrieben habe für diese Session, für diese Coaching-Session, gehen natürlich alle Hand in Hand. Ne? Das ist jetzt natürlich der vierte Punkt, wäre zum Beispiel jetzt Zielgruppe. Das ist ja genau das, was ich jetzt schon angesprochen habe. Ja, also
deine Qualität, deine Angebotsqualität geht nach oben, wenn du deine Zielgruppe präziser definierst. Das heißt, nächste wichtige, sehr wichtige Wort ist das Wort Spezifizität. Also wie spezifisch ist das Angebot im Matching-Verfahren, also Matching-Prozess zu deiner Zielgruppe? Also du hast ja Leute, die fragen deine Dienstleistung, deine Expertise, dein Produkt an und du hast hier dein Angebot. Und wie spezifisch ist der Match? Ja, also sozusagen, dass zwei Puzzlestücke zu einem ganzen Bild werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und die beruht auf dem Grad der Spezifizität. Das heißt, wenn du es natürlich schaffst, sagen wir mal, ein Angebot zu erstellen, welches du eventuell dann auch, das ist dann der nächste Schritt, standardisieren kannst, zumindest zum großen Teil, dass du sagst, mein Angebot ist so spezifisch auf ein gewisses Problem, welches multiple im Markt vorhanden ist, logischerweise. Also es kann jetzt nicht ein Problem sein, das jetzt nur ein einziges Mal gibt, das ist auch relativ selten. Aber du identifizierst ein Problem, welches, sagen wir mal, zu hunderten von Malen da draußen theoretisch vorhanden ist, dann erstellst du da ein spezifisches Angebot, welches ganz spezifisch zu all diesen hunderten von aktuellen Bedarfssituationen eben zu 100% passt. Dadurch erhöhst du die Conversion-Rate von Angebot zu Kunde bis zu 90 oder 100% quasi, weil du dann die Probleme aller weiteren 100 Kunden mit dem exakt gleichen Problem, teilweise deren aktuellen Problematiken und Bedarfe und Bedürfnisse schon nach dem zweiten, dritten, vierten Kunden besser kennst als die Kunden selbst. Das heißt, wenn du dann im Akquisegespräch bist mit dem dritten, vierten, fünften Kunden, der aber das gleiche Problem hatte wie der erste, auf dessen Problem du ganz hochspezifisch dein Angebot erstellt hast, dieses quasi wiederverwenden kannst. Das heißt, auch hier sparst du wieder Transaktionskosten. Das heißt, du hast ein standardisiertes Angebot auf eine standardisierte Zielgruppe und gleichzeitig erhöhst deine Kompetenzpräsenz. Das heißt, der dritte, vierte Kunde, wenn nachdem du das zwei, dreimal gemacht hast, und dann kommt der dritte, vierte Kunde auf dich und sagt, boah, krass, woher weißt du denn, dass das genau meine Probleme sind? Du kennst ja meine Probleme besser wie ich selbst. Und dann hat er quasi schon gekauft. Du brauchst ihm quasi gar nichts mehr verkaufen, weil der hat quasi schon gekauft, in dem Moment, wo ihm das klar geworden ist. Ja. Also, das ist auch was, wo wir gerne darauf hinarbeiten können, auf jeden Fall. Dann das nächste, fünfte Punkt ist Sales und Lebenszyklus. Dadurch, dass der Kunde das Gefühl hat, du kennst ihn besser als er sich selbst, kommt natürlich auch sehr viel schneller das Geld bei dir an. Ja. Das heißt, der Sales-Zyklus verkürzt sich, weil er sagt, hey, mach einfach. Ja, also es gibt dieses Hin und Her, diese 5000 E-Mails hin und her und das Abstimmen und dies und das und jenes, weil du ja quasi für ihn quasi, weil du ja quasi in einer Position bist, wo du in dem Universum, wo sich sein Problem gerade befindet, sein Business quasi besser kennst als er selber. Das heißt, der Sales-Zyklus verkürzt sich und der Lebenszyklus, also die Customer Lifetime Value, ja, also die Lebenszeit, wo der Kunde erhalten bleibt, verlängert sich um ein Fünffaches, um ein Zehnfaches. Das heißt, der Kunde wird immer wieder zu dir kommen, weil er das Gefühl hat oder begriffen hat, nicht nur das Gefühl hat, sondern begriffen hat, dass niemand ihn so gut versteht wie du, im Vergleich zu allen anderen Dienstleistern da draußen. Und das alles kombiniert erhöht deine Pro-Kopf-Rentabilität. Ja, das heißt, wenn du dann sagst, und das kommt auch zum siebten Punkt, die Skalierung, skalierfähiges Business. Das heißt, wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt das alles verschlankt und optimiert, diesen ganzen Prozess, jetzt kann ich mir den nächsten Python SQL-Programmierer oder irgendwie sowas dann reinholen und anstellen, weil ich ja weiß, dass jede weitere Person, die ich bei mir anstelle, um ein Vielfaches profitabler diesem ganzen System Mehrwertschöpfungskette nochmal mein Business nochmal profitabler machen wird. Jeder weitere
Also mit anderen Worten, du hast quasi, wenn du dann auf dem Punkt bist, okay, hast das alles durchgezogen, wie jetzt gerade sozusagen in der Nutshell erklärt, dass du dann in der Position bist, wo du sagst, okay, das Ganze habe ich jetzt so weit optimiert, das nimmt mir etwas die Angst als IT-Agentur, Unternehmer, junger Unternehmer, Startup, IT-Gründer etc. pp. Also ich sage, es nimmt mir etwas die Angst, dass denn jeder weitere Programmierer, den ich jetzt einstelle, ist de facto für mich eigentlich gar kein Kostenpunkt mehr oder ja, Risiko, sondern einfach eine Investition in die Zukunft, wo ich genau weiß, mit jedem weiteren Mitarbeiter mache ich XY mehr Umsatz oder Gewinn. Sorry, habe ich jetzt den Hund so schockiert, dass er den Raum verlassen musste, oder? Ne, die Katze, ja. Ach so, okay. Sorry, heute ist Sonntag und irgendwie überhaupt alles ein kein bisschen Thema. drunter und drüber. Macht nichts, die ist gerade bei mir ins Fenster reingesprungen und dann, ja. Ja, man merkt das doch, dass du doch auf einer ländlicheren Region wohnst wahrscheinlich, oder? Da springen Katzen ins Naja, Fenster rein. naja, also ich wohne halt im ersten, also bin halt im ersten Stock und da direkt vor meinem Fenster ist halt der Balkon und die Katze ist halt vom anderen Zimmer auf dem Balkon raus und dann jetzt durch mein Fenster rein. Okay. Ja, krass. Boah, gestern 7,5 Stunden Zugfahrt oder 8,5 Stunden und diese scheiß Klimaanlage, also wirklich, also Corona hat mich, tut mir nichts, aber die Klimaanlage in so einem Zug, die macht mich krank. Also das ist schon mal sicher. Okay, sorry. Das Thema muss man Ja. rausschneiden. Weil sonst werden wir geflaggt und so weiter. So, ja, gut. Ja, ich meine, in Ungarn trägt kein Schwein irgendwelche Masken. Ja, ist so ganz lustig. Du fährst quasi mit einem Münchner Zug nach Ungarn, jeder trägt die Maske bis Budapest. Ja, dann steigst du in Budapest, kommst zurück, steigst in Budapest ein, fährst von Budapest nach München, niemand trägt die Maske bis nach München. Ja, obwohl das ständig die Durchsage ist. Nach ein paar Tagen in Budapest interessiert keinen mehr die Maske. Und so, da siehst du mal, wie brainwashed. Also wie quasi das Umfeld uns Menschen quasi komplett beeinflusst. Ne? Also wenn du quasi in einem Umfeld bist mit lauter Idioten, dann wirst du auch irgendwann zum Idiot. Ja? Ja, Und das stimmt. umgekehrt. Ja? Das ist halt sowas von genial, weil es wieder so offensichtlich dann wird in dem Fall. Und okay, nur um das Ganze jetzt noch mal kurz abzuschließen, weil dann ist die erste Session auch vorbei. Hier, wir haben schon ein Ding. Timer läuft. Hat dich das jetzt soweit ein bisschen weitergeholfen oder was ich jetzt alles Ja, gesagt auf habe, jeden war Fall. kompletter Unfug oder? Nein, nein, auf jeden Fall. Das hat mir schon die Augen geöffnet. Ja, also oder war das jetzt komplett neu für dich oder kanntest du das schon oder? Kannte nicht, nein, also es war schon Neues. Ja, weil wir könnten natürlich jetzt in einer weiteren Session zum Beispiel reingehen, ein bisschen tiefer ins Angebot. Solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel, du hattest ja erst vor kurzem, dass ein Kunde nicht die gleiche Summe zahlen möchte, wie man das theoretisch mündlich mal vereinbart hatte. Ja. Und wenn das, sagen wir mal, Kunden sind, wo du jetzt halt auch noch weißt, die sind zahlungskräftig, dann tut es ja doppelt weh. Ne? Also wenn es jetzt ein Kunde ist, der sich schwer tut, gerade aufgrund von Corona oder irgendwie sowas. Aber wenn es jetzt ein Kunde ist, wo du weißt, der hat sowieso Venture Capital, da fließen die Millionen und wenn dann der, sagen wir mal, anfängt rumzudiskutieren über 5.000 Euro oder sowas, dann ist es halt schon richtig, dann tut sowas halt natürlich weh. Ja, Ja. es ist dann so ein bisschen top-down, ne? So ein bisschen von oben herab dann auf dich geschaut, so nach dem Motto, du Trottel, hast verpasst, mit mir einen vernünftigen Vertrag zu machen und jetzt bezahle ich dich so viel, wie mir es gerade passt oder sowas, ja. Und ihr habt ja da letztendlich auch ein Stück Software und so weiter erstellt. Das heißt, es war jetzt nicht irgend sowas, wo ihr mal zwei Federstriche macht oder sowas, ja. Ne. Und da gibt es natürlich, also da mal einfach eine Session machen, wo es nur ums Angebot geht, wenn du es möchtest. Gerne, ja. Nur ganz kurz da vorweg. In der Regel, wenn du grundsätzlich mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftreten möchtest, und das würde ich dir empfehlen, kein Angebot zu machen,
Also nur ein paar Punkte vorweg in einer Minute kurz runter und dann nochmal eine extra Session nur zum Thema Angebot. Kein Angebot ohne Vorauszahlung. Mhm. Ist das schon mal in den Sinn gekommen? Ja. Aber hast du noch nie gemacht, oder? Hast dich nicht getraut? Gemacht noch nicht, nein. Nein, noch nicht. Ja, genau. Das ist eben genau der Punkt. Selbstbewusstsein ist everything, ja, ist alles. Ja. Und warum ist es so wichtig? Es sind gleich mehrere Punkte. Zum einen, du sicherst dich ab. Ja, das ist das eine. Zum zweiten, du erhöhst quasi den Respektmodus vom Kunden. Also der schlechte Kunde sagt, nee, was soll das und voraus geht gar nicht und so. Dann weißt du schon, das ist sowieso ein schlechter Kunde, den willst du gar nicht. Der gute Kunde sagt, okay, finde ich klasse, das finde ich professionell. Ja, also du vorselektierst du schon mal den Typus, was für ein Menschentyp das ist. Und das dritte ist Commitment. Ein Kunde, der dir schon mal voraus was gezahlt hat, der ist selber viel stärker committed, das Ganze auch möglichst schlank, schnell und effizient und erfolgreich abzuschließen, das ganze Projekt. Mhm. Er ist nämlich quasi selbst schon investiert. Er ist committed sozusagen. Er hat sich selbst committed und ist sozusagen auch vom Unterbewusst viel committeder grundsätzlich auch mitzuwirken, dass du alles hast und brauchst und so schnell wie möglich und so weiter, dass das Ding über die Bühne geht. Ja? Mhm. Also psychologischer Effekt ist quasi richtig, richtig massiv und gleichzeitig hast du finanziellen Puffer oder finanzielle Absicherung. Ja, dass wenn mal irgendwas ist, dann hast du auf jeden Fall deinen Teil. Mhm. Und wie hoch die Vorauszahlung ist und so weiter, da müsste man nochmal konkret ins Angebot rein. Aber ich habe jetzt gerade groß und breit erklärt, wie wichtig es ist, dein Angebot zu standardisieren. Und wenn du das natürlich in deinem Standardangebot, in einem standardisierten Angebot mit drin hast, ist es noch einfacher zu skalieren, weil du natürlich viel schneller Geld bekommst und das wieder viel schneller reinvestieren kannst in Marketing, in was weiß ich, in neuen Mitarbeiter, keine Ahnung was. Ja? Mhm. Gleichzeitig spüren das auch deine Mitarbeiter und du bekommst viel bessere Mitarbeiter. Das ist nochmal ein zusätzlicher Effekt, weil die nämlich dann verstanden haben, ah ja, ich arbeite für ein Unternehmen, für eine IT-Agentur, die kriegt teilweise ihr Geld im Voraus. Mhm. Okay, also siehst du auch nochmal die besseren Mitarbeiter an, also die richtigen A-Player, weil die lieben sowas. Ja, werden gerne im Voraus bezahlt oder